Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin wieder hier und ich freue mich sehr, euch weiterhin mit neuen Deutschlektionen und Ausspracheübungen beim Deutschsprechen zu unterstützen. In den letzten Wochen und Monaten ist so unglaublich viel passiert, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll. Aber alles der Reihe nach. Auf jeden Fall habe ich heute ein Geschenk für euch mitgebracht, das ich auch gleich enthüllen werde. Außerdem werde ich euch einen Einblick in mein Privatleben geben, also so privat wie noch nie. Ich möchte euch heute auch einen kleinen Einblick in das geben, was euch dieses Jahr noch erwartet. So, und nun als erstes zu eurem Geschenk. Einige von euch kennen sie sicherlich schon und waren vielleicht auch schon mal dabei. Einige von euch sicherlich noch nicht. Dieses Jahr findet wieder meine Aussprachewoche statt und zwar ab dem 22. April. Sie ist vollkommen kostenlos für euch. In dieser 7-Tage-Challenge lernt ihr, wie ihr mit weniger Akzent Deutsch sprechen könnt. Es ist also eine Woche, eine Challenge für all diejenigen, die ihren Akzent reduzieren möchten. Ihr erfahrt, warum ihr einen Akzent habt und wie ihr im Alltag und Beruf klarer, deutlicher, verständlicher und selbstbewusster kommunizieren könnt. Ihr könnt euch jetzt unter diesem Link kostenlos anmelden und dabei sein. Den Link findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Und ich freue mich so sehr über jeden von euch, der mitmacht und Teil unserer Aussprachewoche-Community wird. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr schon bei der Aussprachewoche dabei wart. Ich bin ganz gespannt. Schreibt gerne mal, wie sie euch gefallen hat, wie sie euch geholfen hat und ob ihr vielleicht in dieser Runde wieder dabei seid. Denn mein Ziel als Aussprachecoach, Logopädin und Deutschtrainerin ist, dass ihr euch beim Sprechen wohlfühlt. Was bekommt ihr in dieser Woche von mir? Ihr bekommt professionelles, strukturiertes und logopädisches Lernmaterial, um eure Aussprache dauerhaft zu verbessern. Und am Ende der Woche sehen wir uns im großen Live-Webinar in 5 Schritten mit weniger Akzent Deutsch sprechen. In diesem Webinar stelle ich euch auch meinen effektiven 5-Schritte-Plan vor. Mit diesem haben all meine Schülerinnen und Schüler gelernt, ihren Akzent zu reduzieren. Auf jeden Fall möchte ich mich von ganzem Herzen für eure Treue bedanken und dafür, dass ihr mir weiterhin gefolgt seid und meinen YouTube-Kanal abonniert habt. Und natürlich dafür, dass ihr meine Videos angeschaut habt und ja, dass ihr mit mir gemeinsam gelernt habt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und nur deshalb existiert richtig Deutsch sprechen. Und jetzt gibt's einen Einblick in das, was dieses Jahr noch kommt und in mein Privatleben. Ich war ja, wie ihr wisst, in der Babypause und ich habe am 7. Januar eine süße kleine Tochter, meine Felia, bekommen. Sie hat sich schon viel früher als geplant bereit gefühlt, die Welt zu erkunden und kam 3 Wochen früher zur Welt. Also das war noch nicht ganz so geplant und ich hätte auch noch einiges zu tun gehabt, aber ja, sie wollte einfach raus. 2 Tage vor der Geburt hat uns unsere Vermieterin dann auch noch gesagt, dass sie unsere Wohnung verkaufen möchte. Und so sahen wir uns gezwungen, ein neues Zuhause zu suchen. Kurz vor der Geburt und ja, auch während der Zeit, als meine Kleine schon hier war. Zum Glück hat sich schnell eine Wohnung gefunden, in die wir im April einziehen, sodass wir ihr auch ein wunderschönes Kinderzimmer einrichten können und ich auch wieder ein eigenes Büro habe, das ich jetzt in den letzten Wochen nicht mehr hatte. Und ich nehme jetzt hier auch quasi im kombinierten Kinderzimmer, Büro, Studio auf. Ansonsten gab es so viel Organisatorisches zu klären, wie den Elterngeldantrag, der nochmal ein bisschen komplexer ist, wenn man selbstständig ist. Und ja, einige andere Dinge. Und natürlich, sich erstmal kennenzulernen. Denn am Anfang, vor allem beim ersten Kind, weiß man ja auch noch nicht so richtig, wie geht man mit einem Baby um? Wie ist überhaupt der Charakter des Babys? Wie schläft das Baby? Wie ist das Baby? Klappt das Stillen? Klappt es nicht? Und ich muss sagen, es klappt alles wunderbar. Wir sind sehr, sehr glücklich, alle zusammen und ja, es läuft alles viel, viel besser, als ich es mir hätte erträumen können.
Und ich hoffe natürlich, dass es so bleibt. Wir sind auf jeden Fall alle gesund und munter und ja, freuen uns auf die weiteren Wochen, Monate und Jahre zusammen. Mittlerweile ist unsere Kleine ja schon 2 Monate alt. Das ist echt verrückt, wie die Zeit vergeht. Und ich arbeite jetzt wieder teilweise. Ich habe 2 Monate Pause gemacht. Natürlich muss man, wenn man ein Unternehmen hat, immer mal wieder arbeiten und auch Informationen an die Mitarbeiter weitergeben. Ich habe ja ein ganz, ganz tolles Team, das mich in der Zeit so super unterstützt hat, als ich nicht da war. Und deswegen ist mir der Einstieg jetzt ziemlich leicht gefallen und es macht mir jetzt auch wieder echt großen Spaß, Videos aufzunehmen für euch und neue Lektionen und neue Kurse zu kreieren. Was erwartet euch in diesem Jahr noch? Es ist noch nicht ganz sicher, wie viele Kurse euch erwarten. Das plane ich relativ spontan, je nach Lebenssituation eben, je nachdem, wie es uns zu Hause geht, wie es Felia eben auch geht. Aber auf jeden Fall findet die Aussprachewoche statt. Und im Mai startet auch wieder meine Aussprache-Masterclass. Das ist mein Aussprachekurs, den ich in 2 Jahren Arbeit für euch entwickelt habe. Und der basiert auf logopädischem Wissen und ganz, ganz viel Liebe und Leidenschaft, die ich in den Kurs gesteckt habe. Des Weiteren soll es den R-Kurs wieder geben, also den R-Profi-Kurs, wie du das deutsche Rachen-R lernen kannst. Meine Audiobücher sind weiterhin im Angebot auf der Website, also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und ich plane einen weiteren Kurs für euch, nämlich zum Thema fließend und sicher und mit mehr Wortschatz Deutsch sprechen. Ich weiß, dass sich viele von euch diesen Kurs schon lange wünschen. Ich bekomme immer wieder Anfragen dazu. Und dieses Jahr soll es soweit sein. Ich möchte euch das noch nicht versprechen, aber es ist auf jeden Fall in der Pipeline. Also es ist geplant und eigentlich hatte ich schon vor 2 Jahren vor, diesen Kurs zu erstellen. Aber die Masterclass ist sehr, sehr, sehr umfangreich geworden, also ein sehr großes Projekt und deshalb entsteht der neue Kurs dann erst. Und vielen Dank an alle, die mir in den letzten Jahren geschrieben haben, dass sie meine Stimme so angenehm finden, dass ich so schön spreche. Und die gute Nachricht für all diejenigen, die das geschrieben haben und auch für euch ist, dass es bald einen Podcast von mir geben wird. Ihr könnt euch also in Zukunft über Spotify und iTunes und so weiter meine Stimme anhören, mit mir Deutsch lernen und eure Aussprache verbessern. Wann der Podcast erscheint, das kann ich euch noch nicht genau sagen, aber er ist für dieses Jahr auf jeden Fall geplant. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, euch auf meiner Website umzusehen, richtig-deutsch-sprechen.de. Und dort mein E-Book herunterzuladen. Das gibt es übrigens ganz bald auch als Videoreihe, als Aussprachetraining in 5 Teilen. Und wenn ihr das E-Book mit meinen 5 besten Aussprachetipps heruntergeladen habt, seid ihr automatisch in meinem Newsletter und erhaltet immer die neuesten Infos zu meinen Angeboten, also zu meinen Kursen und zu allem, was mich so beschäftigt und was ich plane. Wichtig ist mir bei meinem Deutschtraining auch, dass das Thema Mindset, also innere Einstellung, nicht zu kurz kommt. Denn ich weiß, wie essentiell ein positives Mindset für das Lernen ist und auch für die Aussprache, für das Aussprachetraining. So, jetzt habt ihr einen Einblick in mein Privatleben und in meine Pläne für die Zukunft gewonnen, in die Pläne von Richtig Deutsch Sprechen. Und jetzt würde mich noch sehr, sehr, sehr interessieren, was ihr euch in Zukunft hier auf dem YouTube-Kanal wünscht. Was wünscht ihr euch? Welche Videos wünscht ihr euch? Also ganz konkret, nicht nur schreiben Aussprache, sondern was genau? Was genau an der Aussprache möchtet ihr verbessern? Welche Schwierigkeiten habt ihr? Welche Wünsche? Welche Herausforderungen? Also schreibt das unbedingt in die Kommentare, damit ich für euch neue, tolle Videos kreieren kann. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Lektionen mit euch. Macht's gut, passt auf euch auf und denkt immer daran, dass ihr wertvoll seid und dass die Welt euch braucht.